Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII, dem Remake. In der letzten Folge haben wir den ersten wirklich harten Boss bekämpft und Junge, das war ein langer und anstrengender Kampf, aber es hat sich auch richtig gut angefühlt und wow, einfach die Mechanik, die Kampfmechanik, alles passt einfach bei diesem Spiel und ich bin einfach happy. So, wir sind heute in Sektor 8 angekommen, beziehungsweise sind noch in der Kanalisation, aber oder in diesem komischen Kabuff-Dingens. Und da gehen wir raus und dann landen wir direkt in Sektor 8. Und dann beginnt die eigentliche Flucht. Viel Spaß. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich hab die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Ah, Sektor 8, ich freue mich. Sektor 8, Sektor 8, Sektor 8. Ist das cool gemacht. Dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Ah, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Ja, ich weiß halt nicht mehr, warum sie es selbst gesprengt haben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt mitbekommen habe, dass sie es selbst gesprengt haben. Ich könnte schwören, dass es unsere Bombe war. Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob es am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Die Frage ist halt wirklich, wollten... Ist es noch weit, Wedge? Lass mich reden. Wollen sie jetzt einfach nur den Terrorismus in die Schuhe schieben oder planen sie irgendwas mit Absicht? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, die wichtigsten Details habe ich natürlich noch im Kopf. Aber nicht alles. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Und für den Rest muss ich mich halt selbst. Bald bin ich bei dir, Marlene. Hallo? Bin ich bei dir, Dusche. Ah. Erst wenn ich vor Ort bin, werde ich mich wahrscheinlich an viele Dinge selbst wieder erinnern. Vor allem gab es ja auch Charaktere, die man auf dem normalen Wege nicht bekommen hat, sondern nur auf Umwegen. Und das weiß ich nur noch annähernd. Vincent weiß ich, glaube ich, noch. Der Sprengsatz ist scharf. Das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist kein Verlass. Los, weiter. Naja, aber auf Jessie müssen wir leider in naher Zukunft verzichten. Auch auf Bix und den dicklichen Typen, dessen Namen ich noch nicht mal kenne. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache.
Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Ja, ja, nehmt eure Knarren ruhig mit. Ist ja nicht so, als würde es jeder sehen. Na cool. Das war's also mit dem Sektor. Jetzt haben wir easy weggenutzt. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteil, wir treffen uns im Zug. Bis später. Oh, der Zug wird auch noch cool. Oh, ich freue mich. Das ist das schön. Ich liebe dieses Spiel. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Jeder für sich. Wie übertrieben wird die Explosion. Ich meine, die haben den Reaktor selbst nochmal in die Luft gejagt. Das ist schon krass. Klapp, klapp. Sowas hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Jetzt kommt das Tutorial, worauf du dich verlassen kannst. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie er ein Büchlein öffnet und sich das durchliest. Neue Funktion, Ausrüsten und Materia. Du kannst jetzt Materia in Waffen und Rüstung einsetzen. Probiere es aus, indem du Materia heilen in das Panzerschwert einsetzt. Ja komm, zeig mal ja. Aha, hier setzt er eine neue Materie ein. Was haben wir eigentlich momentan drin? Ich weiß es nicht. Materie einsetzen. Ich kann es nicht mal sehen. Ach, Glut haben wir drin. Achso, alles klar. Vita anwendbar. Achso, das ist Zauber. Es erscheint eine Materialiste, aus der du eine Materia zum Einsetzen auswählen kannst. Wähle die Materia heilen und bestätige mit X. Die Materia wurde erfolgreich eingesetzt. Durch das Einsetzen von Materia kannst du neue Magie- und Fertigkeiten aktivieren und deine Charakterparameter verbessern. Probiere verschiedene Materia-Kombinationen für deine Waffen und Rüstungen aus, um deine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Das Tutorial ist hiermit beendet. Dankeschön. Ah, jetzt sind wir auch endlich mal hier gelandet. Wir haben Feuer und Vita. Element Feuer. Wer hätte gedacht? Können es auch wieder entfernen. Das heißt, alles ist wieder verwendbar. Und es wird natürlich in unserem Schwert auch angezeigt. Wir haben einen Bronzereif. Und das war es eigentlich schon. Kann ich das auch irgendwie angucken? Da. Ist aber kein Platz für Materia drin. Ah, so viel dazu. Kampfeinstellung, Gegnerdatenbank. So. Was haben wir Neues? Sektor 8 Stadtzentrum. Ah, das finden wir hier also auch. Monodrive. Das war doch der große, ne? Ne, das war die mit dem einen Auge. Wachskorpion. Ein großes, robustes Abwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Dank zahlreicher, schwerer Waffen verfügt es über immense Feuerkraft und seine vielen Beine machen es extrem beweglich. Es wird eingesetzt, um den Kern von Makoreaktor 1 gegen Eindringlinge zu schützen. Wir müssen irgendwann nochmal gegen so ein Viech kämpfen.
Wieso ist bei Resistenz nicht unter nichts abgebildet? Immun, absorbiert, wirksam. Wirksam müsste doch Blitz sein. Statistik, besiegt. Einmal geschockt, zerstörte Einzelteile haben wir auch geschafft, ausgenutzte Schwächen. Ja, wir haben Schwächen ausgenutzt. Da muss doch wirksam dabei sein. Ah, Limitangriffe. Na gut. Ach, man kann sich hier das Ding auch angucken. Kuyo. Kann ich das viel besser als Sams verwenden. Na gut. Sonst haben wir nichts mehr dabei, ne? So. Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Okay, dann bis später. Hau rein. Seht ihr, jetzt sind auf meinem Schwert zwei grüne Punkte. Ja, ich würde Zeit. Geht's doch noch zum Bahnhof. Und wie geht's jetzt weiter? Wir nehmen den Zug nach Sektor 7 zu meiner Schwester. Was wird denn jetzt aus uns? Ihr zieht woanders hin. Es wird schon alles gut. Das kann einfach nicht wahr sein. Meine Tochter und ihr Mann kommen mich holen. Wir müssten jetzt eigentlich auf der Oberfläche sein, ne? Es gibt hier zwei Etagen in dieser Stadt. Eine oben, eine unten. Und wenn sie eine Etage nicht mehr brauchen, lassen sie einfach abstürzen. Das ist immer das Beste. Von hier kommen wir, oder? Ich weiß es nicht. Das ist so verwirrend. Sieht so aus. Obwohl, hier ist eine Kiste. Aether. Nice. Na gut, dann laufen wir wieder hoch. Zeit, sich hier mal in Sektor 8 ein bisschen umzusehen. Sektor 7 ist sozusagen das Zuhause von Tifa. Und ich freue mich schon, Tifa zu sehen. Mal gucken. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Nein, ich muss hier Kartons kaputt machen. Es geht nicht. Ich darf nicht. Schade. Ohne Zug kommen wir nicht nach Hause. Ja, dann geh doch zum Zug. Was machen wir, wenn der Boden einbricht? Da, die haben jetzt schon Angst, dass der Boden einbricht. Ich glaube, das war über Sektor 7 müsste der Boden weggebrochen sein. Ich kann das einfach nicht glauben. Gut, da können wir nicht hin. Ah, gut. Oh, guck mal, eine Kiste, die wir einfach plündern können. Hört bestimmt niemanden. 50 Gil. Nice. Das ist die Währung. So, wo gehen wir als nächstes hin? Hier ist das alles so laut und alle quatschen. Das mag mir nicht passen. Wo bist du? Ich hab sie doch nicht gesehen. Was sagt sie einfach hier oben? Nicht da lang, nach rechts. Okay. Was? Du hast rechts gesagt. Was soll das denn, Klaus? Rauf auf den Schutt. Auf den Schutt? Nach oben, hab ich gesagt. Aber wo bist du denn? Ich wollte meine Enkelin besuchen. Ich sehe dich nicht mal. Nicht da lang, nach rechts. Hier? Weg. Ach, da oben ist sie. Ah. Sie meinte, ich soll den Schott rauf gucken oder was? Oder ich habe keine Ahnung. Ich bin ja in die Richtung gegangen und sie sagte nicht da. Ich glaube, sie wollte mir nur zeigen, wo sie steht. Weil sobald ich sie gesichtet habe, bin ich wieder schnell gelaufen. Naja, eine Bombe war es jetzt nicht unbedingt. Das war das Auto, das explodiert ist. Oder jemand hat da eine Bombe reingetan. Naja, ist ja nicht mein Ding, ich bin Soldat. Alles gut, ich bin aus Schutt geboren. Ich bin einfach nur Müll. Alles voller Schutt. Als wären wir in den Slums. Ja, die Slums sind übrigens da unten. Das ist nicht die Kanalisation, nein, das. Ihr müsst euch das vorstellen, da ist genug Platz für Häuser. Also richtige Bauten. Und ja, nur halt unter der Erde. Also nicht unter der Erde, weil das hier ist alles Asphalt. Das ist quasi eine riesengroße Asphaltschicht.
die gestapelt wurde. Würde ich sagen. So, es ist wie so eine Torte. Der Bahnhof steht. Würde ich mal sagen, wie eine Torte. Was zur? Komm schon, mach's. Mach mir die Musik. Mach mir die Musik. Leute, das ist das kann nicht sein. Wieso? Ist einfach die absolut geilste Story überhaupt. Das haben die so gut gemacht. So gut gemacht. Auch jetzt. Ich hab richtig Gänsehaut. Er hat jetzt gerade Wahnvorstellungen, weil seine Heimat, wo er mit Tifa gelebt hat, die ist halt abgefackelt aus bestimmten Gründen. Jetzt hat er halt immer diese komischen Flashbacks. Träume ich? Und deswegen laufen wir diesen ominösen Mann hinterher, dessen Namen ich definitiv noch nicht gesungen habe. Aber wie krass. Wie gut das einfach alles aussieht. Ich kann gerade nicht mal mehr reden, weil es einfach so die Stimmung, wie sie gar nicht verderben. Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Mutter. Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Sephiroth. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen.
Gut. Weiter. Das wird die geilste Story, Leute, die ihr jemals gesehen habt. Das verspreche ich euch. Ihr werdet denken, Alter, ist das geil. Ihr dat geil. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Allein dieses Schwert ist einfach so geil. Ich liebe das Buster-Schwert von ihm. Ich hätte auch so gerne eins, aber ich glaube nicht, dass ich hier in Berlin damit rumlaufen darf. Ist es scharf? Oh, geht so. Sie sind ja eher bekannt für ihre, ne, für den rohen Umgang. Fast hätte es mich erwischt. Autos kommen nicht raus. Ob meine Freundin es zum Bahnhof geschafft hat? Er weiß nicht. Komm mir nach. Ich zeig's dir. Oh, hi. Was müssen das nur für Menschen sein? Von der Gasse dort hinten aus kommt man irgendwie zum Bahnhof. Aber der Weg ist gefährlich. Wir sollten lieber umkehren. Alles klar. Warum zeigst du in die Richtung, wenn du die Gasse meinst? Wie soll ich mal hier raus? Einen riesigen Knall. Alles ging so schnell. Shinra wird uns retten. Das weiß ich. Ja, Shinra wird euch auf jeden Fall helfen. Ich muss nach Hause. Ich muss mal ganz kurz die Rollos runter machen. Ich sehe kaum noch was. So, schon besser. So, was ist hier jetzt dran gefährlich? Das Kind? Die Stange? Deine Mama? Ist die gefährlich? Also bisher scheint mir das jetzt nicht gefährlich, außer vielleicht, dass hier jemand aus dem Fenster kommt und mich für einen Spanner hält. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie da. Aber dafür, dass sie nicht sicher sind, brennt da überall noch Licht. Denk mal drüber nach. So, wo geht's jetzt hier lang? Nicht so geplant. Hä, ja, das ist ja nicht von denen, aber das weiß er ja noch nicht. Ich habe Angst. Brennt es in der Stadt immer noch? Ist doch gerade alles erst passiert. Wieso sollte das nicht brennen? Was haben wir denn hier? Dreimal Heiltrank. Gut, das werde ich brauchen. Bei dem Bosskampf ging es wirklich viel flöten. Nur noch diese komischen als Dieter, die richtig abgingen. Apropos, haben wir die schon angeguckt? So. Was war das? Kombatant. Kombatanten der Shinra-Sicherheitsbehörde, gestärkt durch seinen hochentwickelten Kampfanzug und Aufputschmittel, verfügt er über außergewöhnliche Kampffähigkeiten. Er greift mit Klauenwaffen an, die er beidarmig führt. Ey, ganz ehrlich, wer bewegt sich denn so? Ich glaube nicht, dass das so gesund ist für den Rücken. Wieso ist der Hintern so blau? Sollen wir auf ihn starren? Oh nein, die sind hier auch unterwegs. Ich hab's gerade gesehen. Oh, okay, das könnte an denen gefährlich sein. Wenn die hier rumlungern. Und ich sehe nicht gerade wirklich aus wie ein normaler Bürger. Oder war's das jetzt? Das war so gefährlich. Oh weia. Wenn jetzt auch noch der Bahnhof dicht macht. Dabei hat man Jahre an ihr gebaut. Ja, auch an dem Reaktor hat man Jahre gebaut. Und jetzt ist er weg. So. Wo gehen wir hin? Das ist doch hier die Frage. Leuchtet irgendwas, oder? Was ist das? Der Gesuchte darf nicht entkommen. Verdammt. Ich will das Lilane. Er muss irgendwo hier sein. Ich will das Lilane. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Bis hierher kommt das Feuer nicht, oder? Verdammt. Shinras Truppen sind hier. Och Mann, da leuchtet Ziele und ich krieg's nicht. Ist das gemein? Niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja,
Für dich. Hä? Huh? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Oh, ich heule gleich. die Musik im Hintergrund, Leute. Oh, ist das schön. Oh, ich will gar nicht wegklicken. Oh, was macht das? Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Die sind nur hinter ihr, ja. Leg die Waffe hin! Langsam! Du gehörst mir! Ja, los, kommt her, kommt her, kommt her, los! Zack! Da ist der erste weg. Da ist der nächste weg, zack. Einmal eine kleine Rolle für dich! Und jetzt wollt ihr bestimmt nochmal schießen, ne? Hey, das war nicht der Plan. Ich schieß doch endlich! Warum schießt du nicht? Das war wirklich wenig. Keine große Sache. Gefecht am Brunnenplatz. Krieg ich jetzt? Oh, da, jetzt krieg ich's, ja. Jetzt hier alles leer, jetzt sind sie natürlich hinter mir her. Die Frage ist, wo laufen wir hin? Zum lila Leuchten gehen wir auf jeden Fall. Da ist auch nochmal lila Leuchten. Die Frage ist, können wir hier Kämpfe umgehen? Ich meine, ich mach's eh nicht, aber die reine Theorie. Schießt auch jetzt nochmal? Ja. Na komm. Lauf doch nicht weg, Mann! So, Schock! Jetzt kriegst du nochmal einen schönen... Das war der falsche. Muss mit der Steuerung noch klarkommen. Das wollte ich machen. Wieso schlagt ihr mit euren Waffen zu? Ups, das wollte ich nicht. Und da ist der letzte. Der Kampfstil ist so cool. Materia? TP-Boost. Was ist Materia? Cool. Direkt schon am Anfang Materia bekommen ist gut. Jetzt mach mal die Durchsage aus hier, die nervt langsam, ja?
Ja. So. Dann wollen wir zur anderen Materia gehen, ne? Da ist ja Aerith lang gelaufen. Aber, oder spricht man sie Aerith aus? Ich weiß es nicht. Hab sie damals halt nur gelesen. Ich will die Materia noch holen, komm. Überraschungsangriff! Haben wir nicht endlich. Ja, da habt ihr mich. Bist du jetzt froh drum? So, den kommt auch noch weg hier. Los geht's. Okay. Hast du gerade eine Granate nach mir geworfen? Nicht der Grenadier. Okay. Materia. Ausweichrundumschlag. Okay. Das lohnt sich eigentlich schon anzugucken. Wie weit geht das da hinten rein? Da ist sogar unsere Aufgabe, der Bahnhof. Das heißt, wir gehen zuerst hier runter und erkunden hier. Aber nicht beim Hund, ich mag die Hunde überhaupt nicht. Na toll, da sind zwei. Nichts zu verbilden, denn ist ja gut. Komm, erst den Schützen, dann die Hunde. So, jetzt kommen wir zum kleinen Hunde. Jetzt komm her, Mann! Die laufen mal weg! Schweinerei! Ich bin bereit. Na, endlich. Das war Nummer 1. Au! Au, 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 ist ja gut! Ist ja, wie? Wieso macht er das? Der beißt mich einfach. Der hat voll viel Leben abgezogen. Und toll. Ah, da war was dann. Ein Heiltrank. Kann ich eigentlich fast schon verwenden, ne? Kraftreif. Jetzt lohnt es sich erst recht. Jetzt lohnt es sich erst recht, aber kurz hier reinzugucken. So, Ausrüstung und Materia. Kraftreif. Erhöht. Stärke erhöht sich um 5%. Wie viel hatten wir eigentlich vorher? Kann ich das wieder runternehmen? Ah, okay. So. Abwehr 1. Immerhin zwei mehr Angriff mit meinem Schwert. Ne denn. So, Materia. TP-Boost. Verlieren wir 1 MP, kriegen aber 114 MP dazu. Ausweichrundumschlag. Kriegen Vitalität dazu, aber da ist kein Leben irgendwie dabei. Ausweichrundumschlag anwendbar. Zweite Attacke und Effektivbonus für Ausweichrundumschlag. Das ist cool. Ich behalte mal das Heilen. Machen wir den hier rein. Ich wiederhole. Ja, jetzt haben wir den Lila drin. Guckt es euch an. Haha. Wir sollten vorher vielleicht was trinken. Ah, das könnte vielleicht sogar reichen. Und wie richtig ich mit dieser Annahme lag, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn dann werdet ihr sehen, was passiert. Haut rein, ciao.